Willkommen zurück zu Pikmin 3! Am siebten Tag, eine ganze Woche, sind wir schon gestrandet auf dem Planeten der Pikmin, PNF 404. Und sind alleine als Alf. Wir wollten Captain Charlie hier finden in der Eishöhle der Verwirrung. Doch ein Fehlstart, eine Fehllandung sorgte dafür, dass auch Brittany gestrandet ist. Wir haben sie fast wieder. Wir müssen die Brücke von beiden Seiten bauen und von Brittanys Seite haben wir es geschafft. Die ist nämlich immer noch hier mit den gelben Pikmin. Und wir haben die roten und die Fels-Pikmin. Guten Morgen, Alf. Alles in Ordnung, Brittany? Ich unterbreche euer Gespräch gerade mal. Im letzten Part aber leider sehr viele Stein-Pikmin zurückgelassen. Ich habe es einfach nicht mehr gefunden. Am Ablauf des Tages. Ich habe Hunger. Wir sollten uns schnell treffen. Sie können sich ja treffen, aber wie gesagt, das ist die Brücke. So, haben wir auch schon mit Alf ein bisschen gebaut. Ich denke mal, Brittanys Seite wäre soweit fertig. Weil da habe ich echt nicht noch mehr gefunden. Okay. Wir haben jetzt was geht. Wir werden uns hier umschauen und nach Scherben suchen, die wir halt für die Brücke nutzen werden. Hier den Ort kenne ich. Hier lagen ja Scherben rum. Okay. Das haben wir schon. Keine Panik. Es gab noch ein... Okay, da ist was. Das mache ich erstmal kaputt. Bums, bums, bums. Nur ein lächerlicher Tipp, aber vielleicht geht es dahinter weiter. Okay. Gelbe Pikmin 4. Gelbe Pikmin sind sehr geschickt im Graben. Echt? Das ist was Neues. Da waren wir definitiv noch nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir diese Schwierigkeit schaffen müssen. Stellen wir uns also gleich der Herausforderung, aber erstmal der blöde Gegner da. Ah, der stößt die ganz schön runter, du. Teilweise. Achso, ich muss nur mal eins, ich will mal unbedingt überprüfen. Ich glaube jetzt nicht, dass... Oha. Dass wir die gelben Pikmin brauchen. Oder wir können die gelben Pikmin theoretisch rüberwerfen zu. Auf. Ob die Schätze noch da sind, die Früchte, was wir alles im letzten Part... Die Kiwi, ja. Okay. Da auch was. Gut. Ist doch fertig, oder? Ja. Ich glaube, wenn seine Seite fertig gebaut ist, dann könnt ihr da auch was machen. Das könnt ihr bauen. Viel Spaß damit. Was ist denn das schon wieder? Das sieht aus wie ein Item, irgendwas. Jedenfalls keine Frucht. Hm, was ist das denn? Das habe ich irgendwo schon einmal gesehen. Wir sollten es schnell zu Drake bringen und dort analysieren lassen. Ja, ist in Ordnung. Kein Schimmer, was es sein könnte, du. Ja, wenn ich jetzt hier das mache... Ja, komm, ja, ich könnte einen Partner da hochschmeißen. Aber es bringt alles nichts. Wenn ihr fertig seid. Ihr überquert aber keine Gegner, ne? So. Ihr sollt kommen. Nein. Ja, weil hier oben, da muss der eine den anderen Partner hochschmeißen. Geht nicht anders. So. Das könnt ihr auch abtransportieren. Have fun. Yay. So. Und jetzt machen wir das mal auf. Bums, 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 bums. Klar, ist kaputt. Da hilft auch K-Glas nichts mehr. Okay, was ist das ominöse Objekt? Oh, da kommt eine Nachricht von der Trake. Geborgenes Objekt wird analysiert. Das hoffe ich doch mal. Ich dachte, du wärst schon fertig damit. Ausweichflöte. Objekt identifiziert. Ausweichmodifikation für Standardpfeife. So eine Modifikation habe ich in einem Ausrüstungskatalog schon einmal gesehen. Und eine Anleitung ist auch dabei. Ich werde sie in den Forschungsdaten abspeichern. Drücke... Ausweichrolle? What? Können wir bestimmt gleich mal probieren, da an einem hitzigen Kampf. Toll, damit können wir zur Seite ausweichen, wenn wir in Gefahr geraten. Das ist definitiv neu. Mach erstmal da kaputt. Wie geil ist das denn? Guck dich das mal an! Epische Szenen spielen sich hier ab. So, Aufteilung bitte. Da es da wirklich sehr hitzig aussieht, nehme ich nur ein paar Rote mit.
Ja, da haben wir so eine Blüte. Scherben! Da sind die Scherben. Okay, alles klar. Dann haben wir es gleich geschafft. Wow, da geht er down, aber ich glaube, der hat irgendwas Böses gemacht. Die Erdbeere gleich mal abtransportiert und die Muschel auch. Hör auf zu brennen. Ja und? Können wir sie zu roten Pigment verwandeln, ne? Sehe ich richtig, ja. Signal, Captain, what? Na komm, die rote, ich wollte es gerade sagen. Ja, also diese Blüten sind dieselben, auch wenn sie ein bisschen kräftiger aussehen als zuvor. Aber jetzt das Wichtigste hier. 20 kleine Helferlein. So. Immer wieder schön. Ach, ihr Faulenz. Sehr schön. Ihr seid genau die zwei, die noch fehlen. Danke. Mensch, eure Motivation ist ja echt der Hammer. Ne, warte mal. Da müssen wir mit Steinpigment mal kurz gucken. Wo uns das hinführt. Vielleicht nach da oben. Wo ich eh schon hin wollte. Dann sind sie doch gleich vereint. Oh mein Gott, die komischen Hundgegner. Ach, wir sind wieder hier. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Ist okay. Gut, keinen zurücklassen. Wer kacke? Oh yeah. Bin ich froh. Geschafft, die Brücke ist fertig. Jetzt kann ich Brittany holen. Und die gelben Pigmen, alles ist wieder geilomat. Hey, warte mal. So, was war mit der Nase des Kapitäns? Da war ja irgendwas noch. Irgendwas war da ja noch. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo das war. So, da. Der. Brims. Nehmt bloß das für euch mit. Ist kein Ding. Brittany. Schön, dass ihr wieder da bist. Komm, wir transportieren erstmal den ganzen Kack ab. Die fallen runter. Aber nicht ins Wasser laufen oder so. Das sehe ich euch ähnlich. Obwohl solche Missgeschicke sind uns noch nicht passiert, ne? In diesem Let's Play. Früher stand das ja an der Tagesordnung. Ach, ich glaube, das hängt da wirklich damit zusammen, dass das Spiel nochmals verbessert wurde. Also man hat hier ja wirklich nicht einfach irgendeinen Nachfolger schnell hingezimmert. Ich meine, Miyamoto und Co. haben ja immer nochmal, also Pikmin 3 wäre eigentlich, sollte zum Launch der Wii U erscheinen und dann kurz später und jetzt hat es doch noch recht lang gedauert, aber ich denke mal, ich bin mir sicher, der Feinschliff hat es gemacht, weil sonst wäre das Spiel vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so vollkommen gewesen, wie es halt der Fall ist. So, wieder 22, die irgendwo rumlaufen. So, Nase, Olimar. Wo war das? Das war da oben, ne? Schön, dass ihr auch hier chillt. Und ihr erst, danke. Ah, die laufen zurück zu ihren Scherben. Und da werde ich auch die Pigmen vergessen haben im letzten Part. Ich wusste, dass es kommt. Irgendwo, ich glaube, das war bei Brittany, ne? Ich glaube schon. Brittany, warte mal. Genau. Und geht das denn nicht? Komm, lass dich werfen. Geht das nicht? Und hier? Das muss gehen. Ob so gedacht war oder nicht. So. Oh, Weintrauben. Und das ist ein Haufen Zeug. Ich gleich mal Pigment drüber schmeißen. Flatternder Picknapper. Triffst du ihn mit einem geworfenen Felspigment, geht er zu Boden. Das war dieser Gegner, der die Pigment quält. ja, in die Lüfte reißt und. Da ist ein paar Pappnasen zum Helfen. Mal sehen, wie das mit dem Trauben ausgeht. Ob das so funktioniert wie mit den Scherben? Wäre sinnvoll eigentlich. Ja, ich
Schaut euch's an. Ey, wie Ameisen oder so, ne? Geil gemacht, Jungs. Und ihr seid unnütz. So. Ihr unnützen Viecher. Oha, das will ich probieren. Guckt euch den geilen Shit an. So, das dürfte reichen dafür, die Orange oder was ich da am Horizont erkenne. Ja, da geht in diesem Part aber mal eine Menge ab. Wir haben im letzten Part ganz schön vorgearbeitet, aber... Ich hoffe, der macht keinen Scheiß da. Ich muss das beobachten hier aus der Ferne. Ich muss gar nicht... Doch, so komme ich auf jeden Fall näher. Ja, die laufen auch wieder alle zurück. Einerseits cool. Andererseits... Ah, ich höre sie sterben. Da sind sie. Kann man da einfach hoch? Nee, man kann nur runterfallen. Hm. Nicht zu ändern. Ach, nur eins ist gestorben. Das ist ja noch ein verkraftbarer Verlust. Alter Leute, was wir in diesem Part schon hier an Früchten geholt haben. Aber der Captain, der Captain, der Captain. So. Ich habe wieder 1000 Pigment auf dem Weg verloren. Das habe ich in Pigment 2 irgendwie besser hinbekommen. Ich weiß auch nicht warum. Hm, was war denn hier nochmal? Okay, okay, ja, schon klar. Ja, mit Wasserpigment können wir hier noch mehr erreichen. Ich frage mich, wie wir zum Captain kommen. Aber wir machen erstmal die Sache hier. Guck mal, was dahinter war mit der 20er Kugel. Wie das überhaupt gehen soll. Muss ich dann Pigment von der anderen Seite werfen? Alf, alles klar? Okay. Alf, mit Alf ist schon alles klar, scheinbar. Wow! Die legen ein Tempo an den Tag. So, so, ja, ich will zur Brücke gelangen. Ist schon ziemlich dunkel geworden, habe ich das Gefühl. Kann das? Hast du Angst im Dunkeln? Auf dem Planeten der Pigmen wohl zu Recht. Kommt her, Schätzeleins. Ach, was seid ihr alle knuddelig? Weil die Felspigmen wahrscheinlich nicht so gut zum Knuddeln sind, aber... Ja, whatever. Hey, warte mal, da könnt ihr was... Es könnte mal einen gelben Pigment geben. Davon haben wir doch eh zu wenig. Geil. Das gefällt mir. Die... Da hängt was Früchtiges. Etwas Früchtiges? Macht's ab! Packt ihr schon, oder? Habt ihr noch ein bisschen Zeit. Das da meine ich. Wie mache ich das denn? Ah, da muss ich mit beiden hin. Ah, wieder nicht geklappt. Wenn ich da, aber was macht denn das kaputt? Das macht das da kaputt. Da, nehmen. Ja, ja, also unser Let's Play ist ja wirklich eher eine Art Tagebuch. Gerade wenn es hier halt blind ist, muss man halt auch immer schauen, wie es vorangeht. Aber ich finde, so übel haben wir uns nicht geschlagen. Ich denke mal, wer Pigment 1 und 2 nicht gezockt hat, der hat noch mehr Probleme mit den ganzen Mechanismen. Aber wenn man sie erklärt bekommt, man hat ja eigentlich genug zu kämpfen mit den neuen Sachen. Oder ich zumindest, da liegt es hier alles noch im Rahmen. Man hätte es bestimmt viel besser machen können. Aber ich bin eigentlich... ich bin zufrieden, es ist okay. Gelbe Pigment habe ich keine rausgeholt, ne? Ist alles gut. Sind aber immer noch 7. Aber sau viele Früchte heute. Okay, pass auf. Ich gehe mal auf Nummer sicher, sicher. Und tu die zurück. Warte mal, hä? Ja. Will nicht so ganz. Die V-Mode will nicht. Egal. Ihr verzieht euch, ich versuche die anderen 7 zu retten. Ich gucke auf der Karte. Ich gucke auf der Karte. Nur auf die Karte zu gucken, bringt nicht viel.
Könnt sagen, was ihr wollt. Ich habe voll das Problem, in Pikmin 3 die Pikmin zu finden. Sind die nochmal zu irgendwelchen Scherben gelaufen? Auch auf dem Wii U Gamepad sehe ich nichts, ehrlich gesagt. Das ist halt bitter. Komm schon. Ne. Weiß nicht, wo sie chillen. Auch diesmal könnt ihr es mir in die Kommis schreiben. Bei Stelle so und so, da hast du sie entlassen oder sind zu irgendwelchen Trauben oder Scherben gelaufen. Ist jetzt nicht zu ändern, aber Freunde! Brittany ist wieder dabei. Immerhin, und da kann man schon viel, viel machen. Die Stelle mit der Kugel müssen wir unbedingt. Da geht's dann bestimmt zu Charlie. Weil viel mehr kann... Na, sind sie... Oh, meine 7 Schätze leider. Oh mein Gott. Die Karottenfanatiker, die lassen sich's schmecken. Ich finde es sauschön, wenn die Rakete startet. Mit den Schneeflocken hier, die wirklich aussehen wie Schneeflocken. Nicht einfach nur ein Punkt oder so? Nein. So, die gelben auch noch rein. Fusion! Ha! Wow, sie wurde absorbiert. Sie verschmelzen also. Und sie ist größer geworden. Echt? Okay. Am Ende sind es einige. Boah, wir haben Neues entdeckt. Das wird wirklich jede Menge Saft. Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Ich geb dir meinen Saft, gib du mir deinen. Saft. Wir brauchen Saft. Saft. Ja, aber okay, wenn man in späteren Leveln dann sau viel findet. Verkleidete Delikatesse. Ja, in späteren Leveln richtig viel findet. Dann könnt ihr fast schon auf den Keks gehen, oder? Hier alles zu Saft zu verarbeiten. Dauert nämlich ein bisschen, aber ich bin gespannt, wie viele die Trauben geben. War ein Haufen Zeug. Warum das alles in der Winterlandschaft liegt. Ich bin mal gespannt, was irgendwie im Sommer liegt. Tagkugelschwarm. Ist geil. Der wohl mindestens 2 Flaschen füllen, oder? Guckt euch das an. Wir versorgen ganz Afrika. Nein, noch besser. Wir versorgen ja einen ganzen Planeten. Wobei, ich weiß auch nicht, wie groß Copper ist. Vielleicht wohnen da nur 5 Leute. Kennt ihr den Planeten von Meister Kaio? Na? Wer weiß. Ich bin da nicht so gebrieft. So. Zuckertropfen. Ah, ich kriege immer voll Bock auf Saft, wenn ich das sehe. Mal ganz im Ernst. Schön, schön, schön. Ah, ich dachte schon, ich müsste verhungern. Naja, du tust nur nicht verdursten. Wie wär's mit einem Steak? Burger! Sehr schön. Wir sind noch ganz gut versorgt. Wird klappen. Das war also die erste Woche bei Pikmin. Schon viel passiert, aber immer noch kein Charlie gefunden. Den werden wir bestimmt ansteuern im nächsten Part. Ich bin mir sicher, da mit der Kugel hat das was zu tun. Auf jeden Fall geht's da weiter. Das könnte doch einen Daumen hoch verdient haben. Wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Aber gebt mir eure Daumen, reißt sie euch ab und gebt sie mir. Der Landeplatz, der Drake und die Höhle, in der Brittany Schutz gesucht hatte, befinden sich auf dem gegenüberliegenden Ufern. Es gelang uns, die Brücke, welche beide verbindet, fertigzustellen. Ich frage mich, welche Besonderheiten die von Brittany entdeckten gelben Pikmin außer ihren großen Ohren und ihrer Unempfindlichkeit gegenüber Elektrizität noch aufweisen. Das wirst du alles herausfinden. Das war nicht die letzte Sorte. Ich habe das Gefühl, wir haben noch so viel vor. Dieses geile Abenteuer ist so groß und so lang. Und deswegen nicht den nächsten Part verpassen. Bis dann und ciao!